Wie, Monsieur Dame, et il faut cuisinier. Ich lese Der junge Koch, die junge Köchin. Das ist das Buch hier. Und ich bin angekommen im Gastgewerbe, Betriebe heute. Hotel and Restaurant Commercial Operations today. Les Entreprises de l'Industrie oder La Hotellerie d'aujourd'hui. Französisch steht es mal wieder wie falsch hier. Ich lese es richtig vor. 1.3 Gastgewerbliche Betriebe heute. Den beiden elementaren Angeboten Beherbergung und Bewirtung entsprechen die beiden Betriebsarten Hotel und Restaurant. Darüber hinaus gibt es heute eine Vielzahl abgewandelter Betriebsarten, die sich aus den unterschiedlichen Bedürfnissen entwickelt haben. Ausschlaggebend für die Unterscheidung von Hotels und Restaurants sind Zweck des Unternehmens, Art und Umfang des Angebotes, Art und Umfang und Komfort der Einrichtung. Bewirtungsbetriebe. Ein Restaurant ist ein Bewirtungsbetrieb, der seinen Gästen eine größere Auswahl von Speisen und Getränken anbietet und mit einem gewissen Komfort ausgestattet ist. Die übrigen Bewirtungsbetriebe unterscheiden sich in der Art, wie sie geführt werden und an welche Kunden sie sich wenden, in Klammern Zweckbestimmung, Klammer zu. Grob unterteilen lassen sich Individualgastronomie und Systemgastronomie. Die Tabelle zeigt Beispiele. Individualgastronomie, da hat man zum Beispiel den Gasthof zur Post, Restaurant Sonne, Café Müller, Frankies Bistro oder Frankies Bistro D'Agino. D'Aginos, glaube ich, ein Grieche. Und dann gibt es Systemgastronomie, da sind Beispiele Maredo, Marché, Starbucks, Starbü, McDonald's, Hallo Pizza, Eurest. Und dann gibt es einen Übergang zwischen Systemgastronomie und Individualgastronomie. Das sind Bedienrestaurants, Autobahnraststätte, Wirtshaus, Café. Schnellrestaurant, Lieferdienste, Betriebsverpflegung. Also Individualgastronomie. Unter klassischer Gastronomie oder auch Individualgastronomie, in Klammern lateinisch Individuum, das Unteilbare, Klammer zu, versteht man in der Regel inhabergeführte kleine und mittelständische Restaurantbetriebe. Ihren Charakter erhält die Individualgastronomie zum Beispiel durch die Eigenschaften des Gastwirtes, Klammern Huberts Wirtshaus, Klammer zu, oder durch die besondere Lage des Restaurants, in Klammern unter den Linden, Klammer zu. Die Führung des Restaurants, die Zusammenstellung der Speisen- und Getränkekarte und die Auswahl der Lieferanten steuert der Inhaber des Betriebes selbst. Er kann seinem Restaurant damit ein eigenständiges und unverwechselbares Erscheinungsbild geben. Er kann seinem Restaurant damit ein eigenständiges und unverwechselbares Erscheinungsbild geben. Ja, das ist halt so ein Café, Restaurant, Gasthof, Bistro oder der Grieche. So. Und dann gibt es hier der Übergang zwischen Systemgastronomie und Individualgastronomie ist teilweise fließend. Mehrere einzelne Restaurants können zusammen systemgastronomisch betrieben werden, indem zum Beispiel mit Standardrezepturen gearbeitet oder ein nach außen einheitliches Erscheinungsbild gezeigt wird. Auch viele Einzelbetriebe der klassischen Gastronomie arbeiten nach internen Standards
um Arbeitsabläufe zu vereinheitlichen und den Gästen eine gleichbleibende, in Klammern, Servicequalität anzubieten. Das sind Bedienrestaurants, Autobahnraststätten, Wirtshauscafés, Schnellrestaurants, Lieferdienste, Betriebsverpflegung. Wahrscheinlich sind Autobahnraststätten, Lieferdienste und Bedienrestaurants, also Selbstbedienungsrestaurants, die wichtigsten Sachen. Wahrscheinlich ist die Kantine im Arbeitsamt damit auch gemeint, wo es auch immer noch eine gibt. Und dann gibt es die Systemgastronomie. Die Systemgastronomie zeichnet sich dadurch aus, dass die Restaurants über ein multiplizierbares Konzept verfügen. Ihr Charakter ist nicht an den Standard oder an den Gastwirt gebunden. In den Betrieben einer Restaurantkette gleichen sich in der Regel das Angebot an Speisen und Getränken, die Servierform oder das Erscheinungsbild der Mitarbeiter. Das gleicht sich alles. Die Betriebe werden in der Regel durch zentrale Vorgaben, in Klammern Standards, Klammer zu, gesteuert. Der Inhaber hat nur eingeschränkte Entfaltungsmöglichkeiten, wird aber durch die Zentrale zum Beispiel bei Einkauf oder Werbung unterstützt. Wie gesagt, Maredo, McDonald's, Starbucks. So, das waren die Bewirtungsbetriebe. Und jetzt gibt es Beherbergungsbetriebe. Da ist hier ein Bild von einem Gasthof oder Hotel zur Alten Post. Ja. Schön. Beherbergungsbetriebe, Beispiele: Hotel, Pension, Kurheim, Fremdenheim, Gasthof, Motel, Hotel Garni. Ein Hotel ist ein Beherbergungsbetrieb, der über eine größere Bettenzahl, eine anspruchsvollere Ausstattung der Zimmer und der sonstigen Räumlichkeiten verfügt. Es ist auf die Bewirtung der Gäste eingestellt und besitzt außer einem Restaurant für die Hausgäste meist ein zusätzliches Restaurant für Passanten. Hotel Garni ist die Bezeichnung für ein Hotel, das zur Bewirtung lediglich Frühstück und unter Umständen kalte Speisen anbietet. Gasthöfe sind vorzugsweise in ländlichen Gegenden angesiedelt, haben eine geringere Anzahl von Betten und sind in ihrem Angebot auf bescheidenere Ansprüche ausgerichtet. Pensionen bewirten nur Hausgäste, die meist für mehrere Tage oder Wochen ihren Urlaub dort verbringen. Motels sind Betriebe, die auch vor allem auf motorisierte Gäste spezialisiert sind. Sie liegen in der Regel in der Nähe von Fernstraßen und bieten genügend Parkmöglichkeiten, Klammern oft direkt vor der Zimmertür, Klammer zu, an. Systemhotellerie umfasst Hotelbetriebe, die unter einer gemeinsamen Marke geführt werden. Die einzelnen Betriebe verpflichten sich zu Standards, zum Beispiel bei der Ausstattung der Zimmer oder dem gemeinsamen Wareneinkauf. Die Gäste sollen die Marke überall wiedererkennen. So, das war's damit. Und ich packe jetzt das nächste Kochbuch aus. Ich lese aber hier in dem Buch, jetzt habe ich jetzt besser nicht zugeklappt. So, was geht's denn?